Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Willkommen zurück mit einem Vlog. Nico, der Anti-Coiner, der Bitcoin-Hater. Übrigens, Bitcoin, neues All-Time-High, $62.000 US-Dollar heute erreicht. Er hat einen eigenen Channel gestartet, Kurs geht raus, Nico Away. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und wir haben jetzt auf seine ersten zwei Videos, überraschenderweise nicht schlecht, freut mich sehr zu sehen, im Stream reagiert. Stream übrigens, ich versuche öfter zu streamen, regelmäßiger, schaut gerne vorbei. @supersaftig, auch Link ist unten in der Beschreibung. Ja, und ich hatte wieder Bock auf ein bisschen mehr Vlogs. Vor allem jetzt, wo die Jungs außer Gefecht sind. Es ist Ramadan und wir machen Food-Sachen. Das heißt, ja, im Monat können wir eigentlich gar nichts machen. Und da dachte ich mir, pack mal doch wieder die Vlogs aus. Genau, gehen wir was essen erstmal. Da gehe ich heute Mittagessen. Schauen wir mal, wie saftig es wird. Ich hoffe sehr, Mann. Ich bin auf der Suche nach Wagyu, wurde mir vorgeschlagen. Ich habe gestern einen Wagyu-Burger gegessen, der war echt grottenschlecht. Da habe ich auf Insta ein paar Empfehlungen bekommen und eine davon ist hier. Das muss ich natürlich direkt testen, weil wir sind ja bekannt für Döner, Bubble Tea und Wagyu. Ich bin so gespannt, das war alles, klang alles so saftig, Mann. Erstmal saftig gönnen und dann heute Abend nach Iftar wollen die Jungs KFC. Heute ist Chicken Tuesday, 25. Wir wollten diese 100 Hot Wings Challenge machen, sind aber nur drei. Und Tati will zu Hause essen nach Iftar und dann nochmal die 25 Hot Wings essen. Also. Das wird so saftig, Mann. Okay, ich muss sagen, das optisch ein bisschen enttäuschend, wenn man das vergleicht. Aber ich freue mich auf beides. Da glotzt mich ein Kerl an, Mann. Was soll ich machen? Richtig unangenehm. Glotzt mich an, ich glotz ihn zurück. Ja, glotz weiter. Achso, Wagyu ist das, ja. Wagyu Kombi. 44 Euro. Beides zusammen. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott, yes. So wollte ich, dass der Burger, den ich gestern hatte, ist. Oh mein Gott, yes. Mm. Oh mein Gott, ja, Mann. Boah, krass. Und das Wagyu Sushi. Also einfach Sushi, also so und oben drauf Wagyu. So sieht's aus und Gott, ey. Digga! Mein Gott, ey. Ich weiß, auf die Natur achten, dies, das, Plastik vermeiden, aber dieser Strohhalm ist so schwach, er kann nicht mal durch den Bubble Tea durchdrängen. Schaut's mal, der bricht einfach ab, weil er zu weich ist. Wir hatten am Wochenende ein kleines Fotoshoot für Hongs Tour.
ein paar Fotos für die Webseite, für den Unterpunkt. So funktioniert's. Und über uns, da braucht man noch mehr Fotos, aber so funktioniert's ganz gut. Die Fotografin, eine Kollegin von der Freundin von einem Kollegen, hat jetzt die Bilder geschickt. Also einfach alle. Ist jetzt schon mal ein paar aussortiert, die verschwommen war, dies, das. Und von denen, die sie geschickt hat, muss ich jetzt nochmal raussuchen, was mir gefällt. Und das wird dann von ihr nochmal bearbeitet. Und dann kommt es nochmal zu mir. Und dann schicke ich das nochmal an den einen Typen von mir. Der fügt noch ein paar Sachen hinzu. Und dann lade ich das auf die Webseite. Ah ja, hinterlasst gerne ein Like, Kommentar, Abo, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt. Wie gesagt, folgt uns auf Twitch, Instagram, dies, das. Kauft euch Bitcoin. Cut. Was geht? Schaut mal, was wir haben, Leute. Fette Bestellung. Ihr habt schon geschaut. 100 Hot Wings plus ein paar Beilagen für Chong. Mein Gott. 100 Hot Wings. Das sollte eigentlich eine 4-Mann-Challenge sein, aber wir sind nur 3, was soll das? Schau mal schon. So, 4-Mann, wer hätte das direkt geschafft? Ich bin nicht so sicher. Chong ist ernst gehypt. Was ist da los mit dir überhaupt, Mann? Die KFC ist das Beste, was auf dieser Welt ist. Wieso bist du so geil in letzter Zeit? Ja? Wieso? KFC ist ganz geil, Mann. Hast du nur 2 Gläser, oder? Ja, und Wasser hat er gewonnen. So. Auf die Hot Wings, Jungs! Oh mein Gott, auf die Hot Wings! Oh mein Gott! Also, Real Talk, die schmecken mir besser als Wing Nation. Was hab ich gesagt? KFC zu krass, jetzt in der krassen Soße, boah. Ich hab hier ein bisschen Barbecue, so, boah. Was sagst du, Tati? Das Geile an dem, bei den Wing Nation ist halt so, dass es halt dieses Drumherum war halt geil, weißt du? Also die Wings waren normal, ja. Aber das Drumherum war halt echt gut gemacht, ja. Und KFC ist halt immer geil, ja. Kleines Update. Ich denke, alle noch frisch dabei. Schafft man schon. Zwischenstand. Geht im Hot Wings essen, nicht im Panade essen. Wir schwächeln schon langsam. Chong macht Panade ab. Das stimmt gar nicht. Der isst doch nicht alles auf, Mann. Ist lieber dein Püree auf, Mann. Aber echt, ey. So. Eins. Zwei. Also wir sind noch nicht am Ende, aber Zwischenstand schon mal. Vier. Um zu sehen, wie weit entfernt wir sind. 5, das ist ein Bucket. Das ist ein Bucket. Das ist der von dem vierten, der nicht da ist. Das ist Badisch. Deins. Nach Ramadan, wir halten für dich. 5. Badisch. 10. 15. Mia, auf. 18. Das heißt, ich habe 2 Buckets gerade mal geschafft. 2 Buckets und 7 Stück. Ja? Und jetzt? Die Jungs so, ja, wir haben es geschafft. Schaut mal, wie wenig du noch da hast. Was? Aber warte mal, wenn wir das jetzt noch schaffen, das schaut doch ganz gut aus, Mann. Ja, wir, wenn wir das schaffen, schon. Da haben wir 75 Stück gegessen, Mann. Ja, dann jeder, schon. Jeder, ja, ich würde gerne mal wissen, wie viel ich gegessen habe, Mann. Erzähl doch noch. Nein, ich habe da auch noch welche drin. Ach so. Ja, die 5 Stück, die ich am Anfang gegessen habe, oder 6. 6 Stück? Weiß ich nicht. Locker haben wir 5 bis 6. Ich schaue heute den Stream nochmal an. Also ich hatte gerade echt mein Limit erreicht. Ich glaube, einen habe ich noch in mir. Viele Fragen gehen raus an Tatis Foodtrap. Seid gespannt. Demnächst. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin auch selber gespannt. Wird schon. Kannst du noch? Ja, ja. Ja, esse schon noch. Ich habe noch meinen Krautsalat. Bisschen. Esse ich schon noch. Ein paar Wings habe ich auch. Ja. Bisschen Pause, dann zweite Runde. Geht schon. Ja, mach nicht so viel Pause, aber schon so vierte oder so. Schau uns mal den Chongs Panadenberg an. Das war von vorhin auch. Wer doch lügt, Mann. Wer doch die Kamera lügt, Mann. Wir waren eigentlich schon zu Ende, aber Tati hat nochmal den Kampfgeist bekommen. Er ist das für nur noch 10. Wenn jeder nochmal reinhaut. Ja, wenn jeder nochmal reinhaut, haben wir 75 Stück geschafft zu dritt. Da hat jeder 25, rein theoretisch jeder 25, ja. Und dann hätten wir das vielleicht auch die 100 geschafft, Mann. Ich habe viel mehr halt gegessen. Wir haben es live im Stream, aber trotzdem muss ich meinen Anteil immer noch essen. Es gibt noch 3 Stück. Das machen wir später noch. Nach einer großen Pause gönnt sich jeder eins noch und dann haben wir es geschafft, oder Tati?
richtig leid. Aber nur die 75. Ja. Sprich, hätte es noch einen vierten Mann gegeben, der hätte seinen Anteil gegessen und dann hätten wir es geschafft. Nicht nur das, der hätte sogar die drei gegessen, der hätte 28 gegessen. So wie ich halt. Was passiert? Wo sind die restlichen drei denn? Haben wir es geschafft? Vielleicht habe ich sie gegessen. Haben wir es geschafft, Leute? Ich habe es auch gegessen. 75 Stück? Ja, ja, ja. Ja, minus den da, oder? Minus den von Dschungel. Aber ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht freuen, Mann. Ich bin fertig. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gut war, dass wir 75 geschafft haben. Oder einfach, ob es traurig ist, dass wir so viel geschafft haben. Nee, gut. Das war's von uns, Leute. Gebt gerne ein Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram und Twitch. Wir versuchen jetzt da regelmäßiger zu streamen. Folgt Wheel of Steel. Kuss geht raus. Und natürlich DFI, Bitcoin, ihr wisst Bescheid. Und Nico Away, Alter. Kuss geht raus an Nico. Obwohl er es nicht verdient hat.